Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte in Thüringen. Wir ernten gerade Feld 60 im Verband mit zwei Dreschern, einen roten und schwarzen Fendt. Ist beides ein Mod, aber an sich identisch. Nur halt das Schneidwerk angepasst ist, sodass es im Prinzip keinen extra Wagen haben muss. So. Das ist jetzt Folge Nummer 6 und allen schönen Samstag. Wir müssen noch gucken, was unser anderer Fuzzi macht. Mit Unkrautbekämpfung. Das heißt, die Lenkung mal ganz kurz aufgeschrieben, damit das klappt. Feld 2 ist noch nicht fertig. Da ist noch viel Unkraut. Das heißt, wir schützen da mal rüber. Helfe Reinige, ja, Reinige ist gut. Dünger, Weizen. Abke, Name ist aber auch gut. Was ich bei mir vorne gefällt habe. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Was ist das jetzt für ein Kurs? Gut, das mal als Versuchsobjekt zu sehen. Ganz gut so. Weil das hat schon mal gemacht. Doppelfeld besser. Hoffen wir. Schauen wir, ob die Ente klappt. Hier werden wir den LKW nehmen. Ein LKW. Der ist ziemlich voll. Das ist kein LKW. BGH ist auch noch gut voll. Dünger. Das ist ein Baum. Nehmen wir den LKW hier. Unterstützung. Gute Frage, wo ich den anderen hergelassen? ist immer nicht so einfach. Natürlich genau da. Den brauchen wir ja nicht, ne? Brauchen den hier. Als Unterstützung. Und dann fahren wir mit. Das ist nicht gut, das geht nicht gut. Ah! Das war haarscharf. Wie gesagt, Cosplay macht sich keinen Kopf, das gibt Gas, das ist egal. Fährt sogar mit eigenen Schiffen laufen.
Fahren wir die Runde. Oh, Gas geben. Zeit. 5. Aber mit 2 Treffern zu ernten schon richtig. Einer wird es auch packen. Aber auf die Dauer ist es besser, man hat 2. Normalerweise 3. Aber das hat ja einen Stress aus. Und Stress wollen wir nicht. Wir können ja sehen, ist der Rote vorweggefahren. Sollte eigentlich nicht. Das sollte der eigentlich nicht machen. Aber da steht mitten drin. Nehmen wir den schwarzen. Den anderen schön rammen. Das wäre schon ein Problem, um mich zu können. Schnell gefahren. Wie gesagt, Kursplay hält nicht an. Ich glaube, der Helfer auch nicht. Fährt durch. Da haben wir Glück gehabt in dem Sinne, dass er oben war. Gut, dann machen wir den mal leer. Da hat er ein bisschen Vorsprung. Normalerweise sollte er mal so 100 Meter einhalten. Aber es könnte auch daran liegen, dass er auch nicht funktioniert. Ist ja noch eine Beta-Version. Nur. Aber immerhin, ne? So, jetzt gehen wir auf. Den roten. Haben wir gerammt. Jetzt zu schnell. Tempomat einstellen. Ist so schnell hinterher. Hier in der Strohpresse wird noch lustig. Ja, mal sehen. Ja. Entschuldigung. Aber Stroh so einbringen, wenn das nicht, wenn das nicht lohnt, runtergeflügt. Jetzt kommt der LKW. Der Traktor. Alter, habt ihr gehört. Ich höre das. Mal gleich den Schwatten hier leer machen. Dann ist der LKW auch wieder voll. Und vor allen Dingen kann man dann gleich wegfahren.
kann auch nicht gerade fahren, der Bursche. Mit an den Feldrändern. Die Feldränder sind nicht. Das Original ist keine. Ist halt Natur, ne? Und darum fahren die etwas angepasst, sagt man so. Aber der Schwarze ist. Der Hänger ist voll. Ballen pressen wäre die optimale Lösung. Mal sehen. Wie gesagt, hängt vom Strohpreis ab. Wenn der Strohpreis nicht passt, naja, wenn das weitergeht, ist er bald fertig. Naja, was ist die Uhrzeit? 11. Ja, da schaffen wir noch einiges. Dann können wir morgen bearbeiten in der Woche. Montag. Dienstag hochladen. Ich habe ja Spätschicht. Müsste ich nach der Spätschicht hochladen. Dann müsste ich 3 Videos hochladen oder 2. Wegen der ganzen Ausfüllerei. Dann können wir verteilen auf 3 Tage. Und am dritten Tag dann die 3 Videos hochladen. Oder ja, das ist auch blöd. Den Rechner die ganze Nacht laufen lassen wegen Hochladen. Wegen 2 Stunden. Und da ist sogar drin, ne? Der Hänger ist größer. Steht, er schiebt. Müsste man den Soja verkaufen. Der hat einen größeren Hänger zur Verfügung. Aber das machen wir im Anschluss. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Da blockiert der. Oder er bleibt stehen. Dann kommt die Fehlermeldung, in Anführungszeichen, dass keine ist. Leistung, ja. Ja, gucken ist mir schlechter. Wollte nur gucken, kontrollieren, ob das alles einigermaßen passt. Und dass ich eine Fehlermeldung übersehe, ist nicht so lustig. Ah, das klappt nicht so richtig. Muss wieder kalibrieren. Umgesteckt. Oh, oh, oh! Ist das Absicht? Das ist Absicht. Gute Frage. Ja, normalerweise nicht, aber er schiebt aber auch nicht. Dass der Helfer keinen Schaden macht. Jetzt kriege ich graue Haare. Was habe ich da eingestellt?
Der Schwarze fährt ja im normalen Kurs. Den Roten ist mir glaube ich egal. Die aktivieren bringt ja auch nichts. Also ich glaube, ich werde Strom nicht verkaufen. Was sagt eigentlich mein Strompreis? Na, für 70 Euro braucht nicht fahren, das ist so. Der Rad teuer. Normalerweise müsst ihr jetzt wissen, ah, ist zu Ende, ist fertig. Nö, aber zieht durch. Temporär Kurs. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Was hat der Pfeife vor? Wo geht's heute hin? Mein Eingang muss ich so, jetzt kommt der Baum. Tja. Das ist ein bisschen schleierhaft. Hast dich erfahren. Naja. Ist mir zu hoch. Ja, aber ist halt so, ne? Eigentlich müsste er hier fahren normalerweise. Wüsste. Aber ist das nicht der normale Teil? Das bringt ja nichts, ne? Scheiße, Anführungszeichen. Nehmen wir noch ein Stückchen mit. Dann gehen wir mal einen anderen Kurs ein. Ist schon komisch. Aber Strom verkaufen, das lohnt sich. Für 70 brauchst du nicht fahren. Ich meine, hier ist eine Vierfachkarte, da hast du mehr Fläche, da verkaufst du ja nicht mehr. Ah, da muss ja alles gefahren werden. So, liebe Freunde, wie es denn ausgeht, das erfahren wir zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich mal ein Like freuen, ich sage schon mal Danke. Und hört und sieht man sich zur nächsten Folge. Hoffe ich jedenfalls. Sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Bis dann. Ciao, ciao.